Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess HD. Ja, wir müssen zurück nach Kakariko. Und, achso, das geht ja hier gerade ein bisschen schlecht. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir müssen irgendwo hin, wo sie uns nicht sehen kann. Hier ist jetzt wieder alles respawned, die ganzen Dinger, weil, ja, ich habe das Spiel ausgemacht nach der letzten Folge. Och Mann, als ob sie mich da sehen kann. Ja, dann gehe ich halt komplett. Oh Mann, ey. Mann, Midna, es ist schon wieder super, ey. So, dann rollen wir halt aus dem Tunnel raus. Oh Mann, es ist immer so schwierig alles. Okay, so jetzt aber, oder? Warpen. So, wir wollen. Kakariko, let's go. Und schwupp. Ganz schnell, ganz fix. So muss das. Schnell zum Mensch werden. Oh, stimmt, Epona ist jetzt immer noch da oben. Egal. So. Wenn wir kurz Hallo sagen, ne? Mir geht's gut. So, dann nehmen wir mal das dahin. Moin, guck mal, was ich habe. Kennst du das? Ich. Wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Tanamo, du bist es. Ja, Wahnsinn. Die Spanner. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Tanamo, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Ilia hat sie für dich und Epona angefertigt. Yeah, jetzt kann ich überall Epona rufen. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Oh, okay. Tanamo, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat, zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht. Und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Tanamo, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Du mich verarschen? Darf ich da wieder zurücklaufen? Mobbing. Ja gut, dann habe ich ja das Teil direkt praktisch bekommen. Ja, komm, Epona, wir müssen mal wieder zurück. Oder warte mal. Bevor ich jetzt gehe, okay? Geh nochmal da rein. Weil nicht, dass ich das in weil damals war ja alles immer mit Events. Sprich, man musste etwas aktivieren, damit es weitergeht. Und nicht, dass ich jetzt hier erst den Stab zeige. Ach, hier kann ich gar nicht rausholen. Ach, wenn man doch der Alten helfen könnte, diesen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, zu treffen. Weißt du, Tanamo, mach dir um mich keine Sorgen.
Ach übrigens, Sanamo, in den Katakomben unter dem Heiligtum ist gerade ein Bekannter von Thelma. Er ist wohl hier um die... Achso. Ja. Okay, da muss ich nicht nochmal runter. Dann laufen wir mal direkt mit Epona dahinter. Erneut. Ich habe ja eh nichts zu tun, von daher passt das ja. Hello, Epona! Let's go, Epona! So. Jetzt wieder schön über die Ebene von Hyrule. Oder müsste der Bereich dann nicht eigentlich die Ebene von Eldin sein? Weil das ist ja auch die Eldin-Brücke und so. Naja. Ist ja auch egal. Oh, ey. Wisst euch mal. Boah, Euda. Lass mich mal in Ruhe jetzt, hallo. Treffen könnt ihr eh nicht. Verfolgt mich auch noch so ein Ding, Alter. Hilfe! Irgendjemand, bitte. Werde verfolgt und die schießen alle dann. Oh, wow! Jetzt hat er mir auf meinen Metallschutz geschossen oder so. Oh, hey, hey, hey. Hau mal ab jetzt. Alter, alle aktiv hier. Oh, hoppala. Aua. Ah, ich will doch bloß weg, verdammte Scheiße. Bam. Mann. Nur Probleme mit den jungen Leuten heutzutage. Nur Probleme. Es ist wirklich unglaublich. So, jetzt sind wir wieder im Dorf. Da fällt mir ein, im Dorf müssten eigentlich... was liegt genau im Glühwürmchen? Ah ja, da sind sie ja schon. Ganz viele Katzen sind jetzt hier. Miau, miau. Hallo, was geht, ihr coolen Katzen? Kommen alle zu mir gesprintet. Ich glaube, die hatten auch ein Minispiel oder sowas. Wenn man als Wolf dahin geht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Oh, noch mehr Katzen. Hi. Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten, aber fühl dich bitte wie zu Hause. Oh, dieser Stab, ist das etwa der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnt. Diesen Stab bezeichnet man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrte auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument, bitte nimm es. Kumulana-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulana verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulana geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesem Ding zu unterrichten. Ja, cool. Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder nach Kakariko. Oh mein Gott, ey. Miau, miau. Aber jetzt kann ich direkt hinwarpen. Deswegen gar kein Problem. Gar kein Problem. Let's go. Die Katzen denken sich wahrscheinlich auch nur, ah oh ja, okay, da ist gerade, ah oh, okay, gut, passt schon, der ist gerade, ja, okay. Ein Gestaltenwandler oder so. So, er wollte zum Mensch werden, bitte. Oh Mann. Ja, zack. Sesam, öffne dich. Niu, niu, niu. Niu, 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 niu. Dab, 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 dab. Wow. Na, jetzt nicht mehr da ist, dann weine ich. Doch, der ist noch da. Moin, du Knecht. Du weißt doch, wie man so Zeug hier liest, oder? Bitteschön. Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die Spiegel lösen? Also gut, versuchen wir es.
Das klingt sehr japanisch. Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Hm. Danke, Tamono. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument erstmal wieder zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an einer anderen Stadt auszuprobieren. Die anderen Schatzungen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. All diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Okay. Das sah aber nicht so aus, als hätte er mir das Buch zurückgegeben. Was war das? Ah. Mein Kopierstab ist wieder aktiviert. Grüße hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antike Statue Leben einhauchen kann. Nice. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Schatz zum Leben erweckt. Und wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen? Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also, Tanamo, gehen wir? Ja, kein Problem. Aber was ist jetzt eigentlich damit? Das kann man nicht bewegen, ne? Weil es hier so einen komischen Ding hat. Ja, schade. Ja, dann, ja. Warte mal. Warpen. Hat er denn die Markierung gemacht? Irgendwo hier? Ah ja, tatsächlich. Wie komme ich da? Hier. Da ist eine. Auf geht's! So. Okay. Und hier unten ist also eine davon. Oder hier irgendwo. Moin! Tschüss. Ah, I see. I see one. Oh, da ist ein Geist. Ja, perfekt. Den holen wir uns doch direkt mal. Oh Gott. Ich mache halt die Geister so random. Ich werde sowas von Probleme haben, die zu finden. So, einmal alle weg. Ja, mit der Seele. Oh ja, yeah, eine Geisterseele, so schmeckt mir das. Okay, dann können wir uns hier wieder zurückverwandeln. Zack. So, Kollege, kommen wir mal runter. So, ich komme mal kurz näher, ne? So. Wir müssen nämlich jetzt hier ein bisschen Slalom laufen. Ich hätte schon gerne die Kiste hier oben. Ach Mann. Zack, mal so. Huch, irgendwas höre ich geflogen. Hey. Hey. Bin ich doof? Ach, da oben. Ach, du Scheiße. Das sind ja ein paar, ne? Das sind ein bisschen viele. Aber jetzt ist die Frage, soll ich von da oben springen oder soll ich dann noch weiter runter gehen? Ich probiere es mal hier. Upp. Okay, das war offensichtlich nichts. So, ein bisschen näher dran. Komm schon, das soll ja auch kein Problem sein, Mensch. Wop, wop. So, was ist da drin? Oh, 100 Rubine, geil. Okay, dann wollen wir als nächstes woanders hin. Einmal außen rum. Und dafür machen wir uns mal eben wieder fix zu Ipona. Jetzt dauert mir das alles zu lang. Ich laufe mal eben so rum, weil vielleicht ist hier noch irgendwo ein Geist. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich muss nicht in dem Bereich. So, ja, ja, auch nichts. Okay. Da wohl nicht mehr. Nein. Aus. Okay, zwei Markierungen gibt es noch. Einmal da unten, einmal da oben. Alrighty, Schmeidi. Hier sehe ich soweit jetzt erstmal auch keinen Geist. Oh, hallo. Nicht so. So. Hey. Ach, da. Okay, nevermind. Ich bin doof. So, aber wie soll ich denn dann da hochkommen? Ist ja auch nochmal so eine Sache. Da muss ich das Ding... Nee, da komme ich ja auch nicht hoch.
Interesting. Weil ich glaube nicht, dass ich da hochklettern kann. Auf das Ding. Deswegen. Keine Ahnung. Nein, ich will nicht zum Wolf werden. Lass mich mal kurz in Ruhe. Weil das Ding kann ich ja nicht kingsen. Hä? Warte, oder muss ich damit. Nee. Mann, ich mache immer die falsche Taste, verdammte Axt. So, daneben. So, zack. Ja, da kann ich mich da nicht hoch. Sieht halt aus, als wäre irgendwas da drüben. Aber hier komme ich ja deswegen auch nicht höher. Hä? Wie ging denn das nochmal? Natürlich alles so gesperrt, dass man hier nicht weg kann. Wieso ist da vorne so ein Schlitz? Seht ihr das? Ah, jetzt ist der Schlitz weg. Ne, der ist noch da, ganz gleich. Okay. Kann man da irgendwie hoch oder was? Brauche ich dafür Midna? Nee, wahrscheinlich nicht. Hä? Ich bin. Mann! Ich schwöre bei Gott, ey, ich will immer die falsche Taste machen. Ja, was muss man denn nochmal machen? So oder so, ich muss ja da irgendwie hochkommen. Gott, ich habe das so vergessen. Ich kann ja auch nicht gegenprügeln oder so. Nee. Was musste man nochmal machen? Ich check's nicht, Hilfe. Ich meine, ich habe ja nichts, womit ich hochfliegen kann oder so. Ich check's halt echt nicht. Wie war denn das nochmal? Oder muss ich doch als Wolf irgendwie. Kannst du mich da hoch, du Dings? Nicht, ne? Nee. Hier vielleicht irgendwas. Hier sind so ein paar Krähenteile. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Das ist ja so bescheuert. I don't understand. Ich guck mal ganz kurz nach. Bis gleich. So. Ja, da bin ich wieder und ich bin komplett dumm. Es ist gar nicht so schwer. Ich hätte einfach mal da hochgucken müssen. Ah. Oh Mann, ey. Ich komme mir manchmal schon vor wie so ein Dulli. Pop. Oh, so geht das schon mal nicht. Muss ich von hier? Nee. Muss einfach weiter nach vorne. Perfekt. Weg dir mal ein bisschen so. Wie geht es jetzt? Bin ich jetzt nah genug dran? Ach, geht doch. So, und jetzt machen wir. Okay, warte. Oder auch nicht. Hä, so komme ich doch nie darüber. Oder muss ich erst hier. Oh, was ist jetzt? Oh, kumulanisches Zeichen, aber kannst du einen Teil des kumulanischen Dokuments lesen, aber scheint erhält das Dokument immer noch Lücken. Oh nein, ich muss also zu dem anderen auch nochmal zurück. Oh nein! Komm, geh mal ein bisschen da lang, so. Ach nee, jetzt muss ich bei dem anderen ja auch nochmal hin. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Naja, egal. Yeah, nochmal 100 Rubine, nice. Ja gut, dann würde ich sagen, ich laufe da mal kurz hin, ne, deswegen bis gleich. So, und da bin ich auch schon. Der müssen wir den natürlich da auch runterholen. So, komm mal mit. Oh Mann, jetzt muss ich den immer wieder dingsen oder was? Was ich hinspringen kann. So, ich glaube, das reicht. Zop. Oh. Das nächste Zeichen, perfekt. Das hätte ich auch so viel früher haben können. Aber ich bin ja doof. Ja, yeah, wir haben noch ein Zeichen entdeckt. Perfekt. Super. Hoppala. Das wollte ich so nicht machen. So, dann warten wir uns mal direkt wieder woanders hin. Zwar ist hier oben ja noch eins. Und da unten auch. Und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Aber die werden wir dann bestimmt noch irgendwie irgendwann herausfinden. Auf jeden Fall müssen wir erstmal dahinter.
Und bei dem weiß ich, glaube ich, tatsächlich sogar noch, wo der hin muss. Ich glaube, den müssen wir komplett rüberschleppen. Die andere Seite oder irgendwie sowas. Oh, lass mich mal in Ruhe jetzt. Hoppala, das wollte ich nicht. So, komm mit. Boah. Oder? Ja, ja, doch. Ich glaube, der muss einmal da komplett hinter. Oder? Oder verwechsel ich den gerade mit deiner anderen Brücke? Bin mir nicht mehr so sicher. Scheiße. Oder weiß ich es doch nicht? Ja, schau mal, wie die da hinten schon warten. Guck einfach mal. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ah, ach doch, genau hier war das. Boah. Kann man nur so nervig sein. Oh, nice. Oh, perfekt. Dankeschön. Kackviech. Hier, da komme ich hoch. Dann lass mich jetzt mal in Ruhe, Mann. So. Nee, mit, nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Nein, lass mich mal jetzt. Das war aber ganz schön knapp. Schnell hoch, bevor ich mich noch mal abschießen kann. Okay. Was wird jetzt wohl da oben sein? Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Kiste. Moin. Mach kurz die Kiste auf, ne? Ich bin gleich wieder weg. Ein Herzteil, perfekt. Oh, moin. Ich hau wieder ab. Lass mal jetzt. Wow, Boah. Das war knapp, ey. Boah, mein Hirn. Hoi, 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 hoi. Der hätte mich ja fast aus der Welt rausgeschossen, ey. Hallo, was geht? Ich geh wieder weg, ne? Ich glaub, war da drüben, hat das auch geleuchtet? Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ich bin nämlich, ja, manchmal ein bisschen dumm. Ist mir schon auf dem Weg hier hinter aufgefallen, so, hey. Habe ich eventuell was vergessen? Ja, habe ich. Ich sehe es jetzt schon leuchten. Perfekt. Ich weiß auch nicht, Mann. Manchmal bin ich halt einfach ein bisschen dumm. Knapp. Oh, was haben wir denn da? Noch ein Schriftzeichen. Aber waren die Kumulaner was ganz anderes oder wurden sie damals einfach Kumulaner genannt und dann später in Sona umbenannt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wir warpen jetzt nochmal. Zwar müssen wir jetzt da runter. Ja. Das sind wir. Ich wollte gerade sagen, da sind wir, aber es wäre irgendwie falsch. Moin. Nee, mal lass mal. Okay, da oben. Oh, da sind wieder Schleimis. So. Der ist aber in der Lücke. Ist das nicht richtig so? Ach nee, warte mal. Okay. Schauen wir mal, wie ich das am besten gelöst bekomme. Ah ja, okay. Ich muss mit dem so oder so erst dahin. Mann. So, stelle ich mal dahin. Aber das reicht schon. Dann sammeln wir mal eben mal fix das da auch noch ein. Oh, cool. Ganz viele komische Kreise. Nice, das ist einfach ein Zeichen. Ey, das lernen. So zu schreien, so diese Kreise zu machen. Hä? Kollege. Da habe ich die nicht hingestellt. Ich schwör, ey. Geister sind unterwegs. So, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Wie kriege ich dich dahinter? Lass mal, verfolgst du mich mal. Das müsste ja gehen, ne? So. So, easy. Gar nicht schwer. So, was haben wir hier drin? Noch ein Herzteil, noch mal 100 Rubine. Und es ist ein scheiß Stempel, verfickte Kacke, Mann. Schiebt sie euch in den Arsch. Okay, Karte. Das waren aber noch nicht alle. Gibt es hier nicht auch noch irgendwas? Ach doch, tatsächlich, da ist noch eins. Hier ist noch eins. Okay, es gibt wohl nur noch die zwei.
So, dann gehen wir als nächstes hier hin, würde ich sagen. Nein! Oh, wenn man immer die Sachen auf den falschen... Ja, gut, perfekt. Jetzt habe ich dir halt einfach mal freigelassen. Ich bin halt so ein netter Typ. Da wir ja schon bei 25 Minuten sind, ich weiß nicht, ob ich das Ganze innerhalb von 30 Minuten schaffe. Deswegen sage ich jetzt schon mal, dass ich überziehen werde. Damit das schön... damit wir schön den Teil zumindest abgeschlossen haben. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Auf geht's. Hoppala. Freche Viecher, freche Viecher. So. Wo kommt man denn da hoch? Das muss ich ja... Ach, hier geht's hoch, alles klar. Nee, Mann, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber heute bin ich richtig gut, was die Tasten angeht. So, einmal hier hin, bitte. Damit wir mal schnell das Ding holen können. So, dankeschön. Oh, ein wilder Wirbel. Nice. Okay. Dann musst du bitte einmal... Scheiße, das war irgendwie... Das war strunzdumm, glaube ich, was ich gerade gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich von hier darüber komme. Okay, ne, komme ich auch nicht. Okay, machen wir es mal so. Na, na, so. Zack. Zack. Ja, ja. Oh mein Gott. Wieso springt Link wegen dem Scheiß, verdammt. So, und nochmal. Es ist ja so spaßig. Es ist ja so spaßig. Echt jetzt, ich bin, als ob ich jetzt hier zu weit weg bin. Ist halt auch so kurz alles. Hier Link, machen wir das alles anders. Komm, wir machen mal hier so. Und wir gehen nicht mehr da hoch, weil dann springst du wieder runter, wenn du ein Tipp bist. So, kann sich ja nur um Stunden handeln. Boah, ist das dumm gemacht, wirklich. Ich glaube, das reicht. Ja, zack, zack. Okay, perfekt. So. Ja, jetzt aber, oder? Jetzt springe ich zu weit. Ich sehe schon, komm. Oh Gott, das war so knapp. Hui. Okay, so, was haben wir hier drin? Auch nett. So, dann wollen wir einmal in den Wald. Von Fione. Ich glaube, da unten ist es am einfachsten hin. Ja, ja. Diese tollen Statuen. Ja. Alright. Einfach geradeaus hoch. Was? Toll. Nein, ich will... Mann, ich will doch nur schneller. Ich will doch nur ganz schnell weiterkommen. Jetzt gehen wir hier lang. Der Typ hockt einfach den ganzen Tag hier draußen. Dem ist halt einfach alles egal. Ah ja, genau, da war das. So. Bam. Ah, du willst raus. Ist hier nicht auch irgendwie irgendwas? Ein Wassertropfen. Ein dickes Dokument vervollständigt. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich ergänzt. Das sind tatsächliche Hinweise. Okay. Aber kriegt man hier nicht auch irgendwie irgendwo was? Oder kriegt man hier gar nichts? Hier, ah, was ist denn das für ein... Ah! Ihr habt da so eine Idee. Nein, der kommt da nicht rüber, oder doch?
Da rein mit dir. So, dann machen wir uns mal zum Hundi. Boom. Nice. So, was heißt da oben? Oh, eine Kiste. Schaut's euch an. Super schön. Nice. Noch ein Herzteil. Oh, da sehe ich einen Geist. Den wollen wir haben. Den guten Geist. Der gehört mir. Achso, ich wollte gerade schon sagen, mit nach, hallo. So, moin, Meister. Moin. Moin. Ja, mit einer Seine. Quatsch. Yeah. Schöne Geisterseele in meine Tasche. Okay, eigentlich wollte ich erst rumgucken. Aber darf ich anscheinend nicht. Nee, ich kann hier einfach nicht rumgucken. Aber hier kann ich rumgucken. Na, ein bisschen zumindest. Ich will doch bloß wissen, ob da... Das war aber ganz schön knapp. Ich wollte doch bloß wissen, ob da noch irgendwo ein Geist ist. Aber anscheinend nicht da, wo ich jetzt bin. Na dann. Ja. Reisen wir mal wieder irgendwo anders hin. Die Frage ist jetzt, soll ich... Nee, da nicht. Soll ich wieder nach Kakariko? Ist der jetzt da? Also ist er wieder da? Es bleibt spannend. We will see. Ja, erstmal zum Menschen werden. So, nochmal kurz reingucken. Hallo, jemand da? Hallo, hallo. Ich meine aber nicht Ilya oder hier. Ja, schon wieder Leonard, meine ich auch nicht. Bei den anderen Dude. Ist ja noch da? Hallo. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht über die riesigen Statuen dort unten. Die erstmal sind junge Pissejäger. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir dreimal an. Also, ich hoffe, der Typ ist wieder da. Warte mal. Ah ja, okay, perfekt. Er ist wieder da. So, Boy, guck mal. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Nanu? Da steht ja viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Hanamo, ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Oh, sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, es geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldigt, Hanamo, ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf bekommen. Ich verstehe das immer nicht, warum Nintendo es gemacht hat, dass die Person... Er ist einfach despawned, habt ihr es gesehen? Und einfach da hinten gespawnt. Ach so. Ja, dann... So, was haben wir denn da hinten? Schauen wir doch mal nach. Oh. Eine fette Kanone. Hanamo? Wie hast du diese steine Statue und das hier? Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass sie irgendetwas seltsam war. Das hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Naja, ich habe da eine Idee. Unglaublich, ich bin ja so gespannt. Auf jeden Fall müssen wir dieses Ding irgendwie in Bewegung versetzen, um nach Kumula zu gelangen. Ja, ich würde sehr gerne dingsen, aber... Naja, okay. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Hanamo? Warpen! Aber dieser Typ schaut uns schon die ganze Zeit an. Ja, hey, Kollege, piss dich mal. Oh. Möglicherweise störe ich? Wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Aber dann, Hanamo.
Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Gar nichts erzählen. Ach ja, lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest ja erstmal jemanden zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Also bis dann. Ja, ich weiß, deswegen. Es geht direkt zum Hyliasee. Ah, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Nö. Schließlich machen wir hier alles richtig. Ja, Warpen. Zwar hier. Hier hin. Ah. Let's go. Warpen wir das Ding mal. Diese Beinchen. So, dann würde ich sagen, was ist das erstmal mit dem Part. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Tschüssi.